Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den Schlüssel geholt, haben einen lustigen Film gesehen, haben es wieder fast in die Hosen geschissen, also es war wieder eine gelungene Folge. Und jetzt muss ich den Weg zurück zur Kapelle finden. Aber ich glaube, runterspringen ist keine Option, das macht er gleich gar nicht. Okay, ist auch nicht so gesund. Kann ich ja verstehen. Da bin ich ihm jetzt nicht mal böse. Ja, ihr merkt schon, die Kamera, die wird wohl nie mehr die alte sein. Es ist, etwas strange. Wenn dieses Flimmern da immer auftritt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel für die Kapelle. Und da müssen wir jetzt hin, weil da ist Vater Martin und er will uns irgendwas zeigen. Okay. Die Tür will uns auch was zeigen, nämlich nimm den anderen Weg. Die hier übrigens auch. Oh nee. Er schon wieder. Lauf einfach. Wo kam ich nochmal her? Oh je, ich konnte ja gar nicht mehr hoch. Und wo bin ich nochmal gekommen, ey, alter Scheiße. Oh fuck. Shit, ich hab vergessen, wo ich hergekommen bin. Oh oh. Wo ist er denn? Da irgendwo. Kann ich dahinter die Leinwand vielleicht? Kein Plan, ey. Oder ich muss dahin, wo der hergekommen ist vielleicht. Da, wo Exit steht. Ich glaube, ich habe mich jetzt scheiße positioniert. Da ist er. Okay, ich glaube, ich muss ihn herlocken. Hier bin ich. Ja, siehst du mich jetzt noch, oder was? Alter, was geht bei dem? Scheiß drauf. Okay. Der wollte mich wohl gar nicht erschrecken oder so. Oder töten oder irgendwas. Egal. Jumpscare-Potenzial, Jumpscare-Potenzial. Doch nicht. Na gut, muss ja nicht immer was passieren. Na? Pimmelmann? Ja. Yeah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber wir haben ja, glaube ich, noch mal irgendwas, ein Dokument oder so. Nekrotisierende Fasilitis. Oder nee, Fasilitis. Aha. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Bla bla bla. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Aha. Fleischfressende Bakterien. Ach. Ja, klar. Auch noch. So, machen wir mal die Tür zu. Und dann auf zur Kapelle. Ja, jetzt bin ich ja gespannt.
Weil hier habe ich so einen kleinen Filmriss, was das angeht. Aber das scheinen ja alles irgendwie jetzt Leute zu sein, die mich nicht unbedingt töten wollen, oder? Wobei ich dieses Geräusch schon wieder so komisch finde. So à la The Wall Rider ist in der Nähe. Ja, was jetzt? Aufzug nehmen oder was? Ach, komm. Für was braucht man hier eigentlich keinen Schlüssel, jetzt mal ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt mal ehrlich. Nochmal eins tiefer. Nee. Hä? Bin nur in der dritten Etage, was wollt ihr denn noch? Also irgendwie. Ach, hier geht's rein. Sagt es doch. Oh ja, die Orgel geht. Boah. Ich glaube, eine passendere Untermalung hätte es nicht geben können. Denkt da immer so an diese Klischee-Geisterbahn, wo ein Skelett dann da sitzt und Klavier spielt. Oder Orgel. Ich kann es auch nichts erkennen. Ist er da? Kurz checken, ob es noch eine Batterie gibt vielleicht. Ja, ist ja gut, ihr seid gruselig, ja. Ne, hier gibt es keine Batterien mehr. Scheiße. Doch, hier gibt es vielleicht noch irgendwas. Oder auch nicht. War das überhaupt Vater Martin? Jetzt mal ehrlich. Gehen wir mal hin. Nicht erschrecken. Okay. So ein richtiges Gesicht hat er auch nicht mehr. Aber bei Mass Effect gibt es auch so welche, die so ein bisschen so aussehen, glaube ich. Oder war es Star Wars? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit Science Fiction jedenfalls. Ach nee, waren das nicht die bei Star Wars, die hier diesen tollen Song gespielt haben? La Cantina? Egal, vergesst es. Augen verbunden. Das hat wieder so ein bisschen was von Lee Sin. Champion aus League of Legends. Ach, hier geht's wirklich weiter. Tolle Idee. Ja, die hocken ja alle und beten, ne? Muss ich mir jetzt hier den Weg durchbaden. Und hoffen, dass ich doch nochmal irgendwo eine Batterie finde vielleicht. Ja, ich gucke in den Klos nach Batterien nach. Lasst mich. Okay, die Türen sind echt alle auf. Und in jedem Zimmer ist einer. Das hat jetzt wirklich was vom Kloster hier. Nur, dass es eben eine Klapsmühle ist und kein Kloster. Na, die tun einem alle nichts. Trotzdem will es irgendwie... Ich sag mal so, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Ah, Dokument, guck. Dann lohnt es sich doch, in jede Tür reinzuschauen. Eigentlich wegen den Batterien, aber wenn ich ein Dokument finde, ist das auch okay. Da wäre eine Batterie. Jetzt haben wir beides. Perfekto.
Okay, bevor ich jetzt den Gang entlang gehe. Dokumente. Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay, das ist ein richtiger Kult, der sich da um den Wallrider gebildet hat. Allen voran Vater Martin. Am Ende hat er das vielleicht sogar geschrieben. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt hier weiter? Hier ist ja schon wieder Endstation. Ist hier irgendwie... Hä? Habe ich jetzt was verpasst? Nee, da ist nichts. Da nochmal gucken. Nee. Ach, da haben wir noch zu. Oder haben die Türen selber wieder zugemacht? Ich raff's gerade voll nicht, ne? Ich glaube, die gehen von allein wieder zu, die Türen. Ach, guck an. Haben wir noch was verpasst. Ah, da geht's weiter. Okay. Der konnte sich wohl auch keine Hosen leisten. Genauso wie Dr. Wie hieß er noch gleich? Ich hab's vergessen. Na, der verrückte Doktor halt. God hates sickness. Gott hasst die Krankheit. God hates money. Gott hasst Geld. Also ich will euch echt eure Illusion nicht nehmen, aber ich glaube, Gott hasst euch auch. Also, nicht euch, die ihr jetzt zuguckt, sondern euch, die ihr hier überall Blut an die Wand schmiert. Ja, wie jetzt? Auf einmal wollt ihr mich nicht mehr schlagen, töten oder ausweiden? Alter Vater Martin, was machst du? My Job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You da, der Schlüssel. Record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Nein. Er tut das nicht wirklich. Mein Gott. Das ist doch krank. Er hat sich angezündet oder anzünden lassen. Da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Das ist krass. Ich kann es nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite.
Ich werde es der ganzen Welt verkündigen. Mein Gott. Ach, jetzt öffnet ihr mir sogar die Türen. Okay, ich glaube, wir sollten echt schnell hier weg. Ich finde das alles ganz und gar nicht cool hier. Ach so, ist immer noch zu. Aber muss ich jetzt wieder den scheiß Weg durchs Fenster nehmen, oder was? Wie wär's mal hiermit? Nein, okay. Wie kam ich jetzt nochmal? Ich glaube, hier ist das Fenster auf. Nee. Alter. Sieht er sich ernsthaft als eine Art Märtyrer, als Heilsbringer, als Messias? Ist doch bescheuert, der Typ. Oder wie ich immer sage, der ist fett am Arsch, der Junge. Okay, das ist wirklich jetzt creepy. Das ist mir zwar irgendwie lieber als Jumpscares, aber irgendwie doch ein sehr bedrückendes Bild. Speichert. Oh nee, nicht der schon wieder. Es gibt Dinge, die ändern sich wohl nie. Jetzt muss ich wieder an dem vorbeikommen. Oh nee, es ist die falsche Tür, an der ich hänge. So, lauf! Ausgang! Und ja, nein! Falsch! Lauf! Lauf! Verdammt, Hilfe! Wo soll ich denn hin? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, ich bin tot. Okay. Wie war das? Wenn es stimmt, was er sagt, kenne ich jetzt den Weg? Nein, ich kenne ihn nicht. Zumindest nicht, wenn ich rennen muss. Das war's, eine scheiß Idee. Wir sterben höchstwahrscheinlich gleich wieder. Es gibt nämlich hier nur das eine. Ich versteck mich doch gar nicht vor dir. Ehrlich. Okay. Lauf! Falsche Richtung, schon wieder! Und wieder falsch. Da! Nein! Ah. Okay. Wo ging's nochmal raus hier? Wo ging's hier nochmal raus? Also von da bin ich gekommen. Geradeaus weiter wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie ich den Vogel loswerde. Nein! Du gehst mir langsam tierisch auf den Piss, mein Freund. Okay, letzter Versuch. Irgendwo waren noch so Türen mit Lüftungsschacht. Ja, genau. Geile Idee. Gegenzurennen ist natürlich... das ist die neue Taktik. Renn nicht vor dem Gegner weg, der viel stärker ist als du, sondern renn voll in ihn rein. Das habe ich selber entwickelt. Das ist voll schlau. Geht jedenfalls schneller als, ja, irgendwie. Wo war es, die scheiß Tür mit dem Lüftungsschacht? Die war es nicht. Die auch nicht. Und wieder tot. Eine von den Türen hat den Lüftungsschacht, glaube ich. Also von den Räumen. Eine von den Türen, Alter, was laber ich denn? Versuchen wir mal. Hier, nee, da waren wir, glaube ich, schon. Nehmen wir mal die. Auch scheiße. Ja, und jetzt sind wir wieder am Arsch. Mach doch mal auf!
Toll, weil du so langsam bist. Okay, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, einmal noch, jetzt habe ich noch zwei oder drei Versuche gemacht, aber jetzt ist Schluss. Danke fürs Zusehen, Freunde, ich muss mir was überlegen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!